Ich hoffe, auf geht's, Stützi, zeig uns deinen Bauch. Kann man das hier noch irgendwo nachstellen bei Tag? Wir sehen hier übrigens ein KSC-Duell. Nee, Fabi Stütz. Ja, hier in Düsseldorf. Ist Rotwein Cola in Korea. Warum auch immer. Ich habe geantwortet, na, kalt habe ich sie eigentlich nicht so gern. Ja, stopp. Ey, stopp. Nee. Lassen wir, okay, wir lassen die Themen. Wir lassen das, außer der Ösi möchte hier den Kanal im eigenhändig bannen. Der macht das wie beim Kickern, der Band. Oh, Jan kommt auch. Die Krake, der Stageflyer. Wo Jan hat sie liegen? War gut, wirklich, war gut. Hast gewonnen. Hast du mal was gewonnen? Alles. Oh. Respekt, Jan hat alles gewonnen. Wann darfst du aus der Kindergruppe raus? Morgen. Bist du auch Gold? Doch Gold runter. Ja, ich auch. Ich hab mir gerade ausgerechnet, ihr ob wenn ich... Ihr alle irgendwas von Silberrunde und dann kommt ihr alle in Gold. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab jetzt überlegt, was ich tun müsste und hab an der Turnierleitung gefragt, wenn ich 3-0 verliere, ob ich dann in der Goldfrage bin. Haben sie nicht. Und dann hat sie gesagt, nee, ich bin schon fix oben. So, jetzt gucken wir mal an, was der Dicke da draußen da oben veranstaltet. Der Dicker. Der Fabian Stütz tut mir den Gefallen und verfehlt, wenn er verfehlt, in die 1. Auf dem Instagram-Kanal und auf The Stubborn 180 gibt es dieses wunderschöne Shirt hier zu ersteigern mit wunderschönen Unterschriften zugunsten der ausbekannten und vor allem sehr erfolgreichen Paradaters Deutschland. Von denen wir gerade eben einen gesehen haben, nämlich Simon Leira. Genau, der hat gerade wieder auf der Bühne gespielt, den haben wir heute schon zweimal gesehen. Und wenn ihr es nicht kaufen wollt, dann teilt das. Ja? Also, brav teilen den Beitrag von mir und von Lupo. Ich reposte ihn natürlich gleich. Und ja, danke. So, wir unterbrechen das Programm für eine kurze Werbung. Wir unterbrechen das Spiel, die Werbung für ein kurzes Spiel. Ah, stimmt. Ja, Fabian Stütz auf 100 Rest. Sollte er Bull-Bull gehen? Ich wäre für 20 Tops-Tops. Ich sag Bull-Bull. Nee, Triple 20, Doppel 19, Doppel 1. Der Jan-Menger-Weg. Wo der Erste steckt, oder? Boah. Boah, oder der verpasst da. Zu schlecht. Weg, der klassische Weg geht nicht. Oder ist das Energy wieder? Da ist der Energiegetränk wieder. Oh, Girls. Woran hat sie gelegen? Ich habe angefangen. Hey, das ist wie Karaoke. Oh, Girls have wanna have fun. Machen wir jetzt hier Quattro-Kommentar, wenn Jan hier mit reinfliegt. Und Lupo auch noch. Guga, wir brauchen dich hier. Wo ist denn jetzt die ganze KSC-Community? Mach mal ein bisschen Lärm so, im Chat. Marco Heil jetzt 188 Rest. 5. Marco, er kommt mal runter und Fabi Stütz sollte jetzt einfach zumachen, den Kram da. Hallo Lupo! Noch kein Fabian. Lupo, aufpassen mit der Hand, ne? Wenn du mich grüßt. Und die Dats, der Satz gibt's bald. Nein. Fabi Stütz. Ist aber schwierig, weißt du? Ich kann im Stream schlecht zurückgrüßen. Das wäre dann wirklich Monkatos. Hey! Wir hatten gerade einen Bühnenflitzer, mit der Mülltüte. Mit der Mülltüte. Auch geil. Das hat mein Eddie-Paddy noch nicht. Hey, mal kurz ein Chat-Check. Ja, Chat-Check. Chat-Check, ja, ist ja nicht. Junge, der Listi hat genascht. Nein, der Listi hat nicht genascht. Machen wir das mal. Hashtag anwesend. Hashtag anwesend, so. Mach mal ein bisschen Lärm im Chat. Ganz dünnes Eis hier. Ja, wir sind immer ganz kurz am Band vorbei. Ja, weißt du, das ist so, kennst du dieses, wenn einer sagt, du spielst dich auf ganz dünnen Eis und dann gibt es den einen, der mit Übergewicht darüber Eis läuft? Das bin ich. Und noch so Pirouetten dreht und so auf. Damit macht Fabian Stütz das erste Leck, nachdem er ungefähr 200 Darts am Doppel vorbeigeballert hat. Übrigens, das waren wunderschöne 33 Darts. Herzlichen Glückwunsch daraus aus der Kommentatorenkabine.
Boah, das ist das toxischste Spiel seit Gervin Price gegen Gary Anderson, wirklich. Nein, wird schon besser. Ja. Sie landen alle in der 20. Ja, deswegen solltet ihr das überlegen, später noch zu streamen. Ja. Elversberg gegen Leverkusen übrigens 3-2. Für Elversberg. Nur für Elversberg. Leverkusen. Ich kenne Elversberg nicht, ich kenne nur Leverkusen. Das heißt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut? Nein. Elversberg ist was? Dritte Liga? Gibt es hier Menschen, die Bayer Leverkusen-Fans sind? Ja, dritte Liga. Ja gut, Köln okay. Liegt immer zurück. Obwohl ich... Köln hat einen sympathischen Trainer. Stimmung steigt, Niveau sinkt. Ja, wir können ich jetzt mag hier ja auch die Kölner. Ganz normal das Spiel kommentieren. Sehr schöner Wurf. 25 Punkte. Graziöse Wurfbewegung. Graziöse Wurfbewegung jetzt bei Fabian Stütz. Haltungsnote 9,2. Liste muss spielen. Muss ich schon? Ist soweit? Kenny wird die ganze Zeit schon ausgerufen. Kenny wird vermisst. Aber der schafft es heute aber wirklich, dass er nur ausgerufen wird. Außer wenn er auf der Bühne spielen muss. Oh ja, tatsächlich. Hey, für dein Gott, geriert sein. Jan, kannst du mal einspringen? Ole, ole, FC Kohle. Oder willst du sitzen bleiben? Ist man hier in Düsseldorf Köln-Fan, ne? Nein. Bitte was? Ja, aber die haben einen sympathischen Trainer. Und das coolste Maskottchen der Bundesliga tatsächlich, obwohl ich Frankfurt mag. Gib das Mikro her, bevor es noch schlimmer wird, glaub mir. Hallo, ein Steinbock? Ja, geht's jetzt geiler? Musst du nicht spielen? Der ist ja wurscht, der wartet ja eh. Ja, so. Leverkusen hat auch ein schönes Maskottchen, eine Bayern-Tablettenschachtel. Nee, Leverkusen hat so einen ganz hässlichen Löwe. Brian the Lion. Die hätten sich damals nach der WM hätten sie sich Goleo schnappen müssen als Maskottchen. Aber bitte mit Hose. Für heute. Eine Stunde schon, ja. Alles gewonnen? Ja. Waren drei gute Spiele dabei. Zwei, die okay waren und eins, was nicht okay war. Sag mir mal eine Frage. Wie weit bist du gestern beim Warm-up gekommen? War okay. Halbfinale. Normal. Ja. Ich weiß auch nicht wie. Also irgendwie die ganzen Kracher, die haben sich alle gegenseitig rausgeschossen. Also so ein bisschen wie wir damals in Gießen. Ja. Außer Ella. Ja. Und im Halbfinale dann gegen Plaisir gespielt. Gegen den darf man dann auch mal 3-0 verlieren, vor allem wenn man nichts mehr trifft. Ja. Ja. So, Fabian Stütz auf Doppel-16 fürs 2-0. Ich sag, zweiter Dart ist wobei drin. Wobei ich echt sagen muss. Zweiter Dart ist drin. Ja. Aber Fabi muss aus dem Bild raus. Also ich würde an seiner Stelle nach links gehen, da ist viel mehr Platz. Aber er macht den Daniel Simon Classic. Aber er rennt halt lieber wobei weit ich weg. Hätte ihn, ich hätte ihn wahrscheinlich auch links rumgezimmert. So wie die steckten. Ich hab schon gesagt, gut, dass ich nicht spiele. Ich hätte den Bildausschnitt vergrößern müssen. Hätten wir erstmal eine Kamera mit Weitwinkel organisieren müssen. Was? Hätten wir erstmal eine Kamera mit Weitwinkel organisieren müssen. Ja, so eine Canon Legria, Fischeye-Objektiv. Fabian Stutz macht übrigens das 2-0. Ja. Auch wieder sehr, sehr souverän mit 26 Darts. 25. Entschuldigung. Stimmt, 25. War das der Erste? Hm? War der Erste drin? Ich weiß nicht, ich habe nicht hingeguckt. Wow, Disrespect an Fabi Stütz. Guter Mann. Wie viele vom KSC haben wir eigentlich hier, weißt du das? Ein paar. Chat, das wisst ihr doch bestimmt. Ihr wisst doch, wie viele ihr ja geschickt habt. Sind wir zweistellig? Ganz knapp wahrscheinlich knapp zweistellig. Ich glaube, die haben mehr als Cube Darts. Ja, Cube Darts ist ja auch kein Verein. Ja, aber ein Lager. Niemand. Ja, perfekt für Pen and Paper. Niemand schlägt hier Team Sapphire, glaube ich. Oder?
Wir dürften 20. Ja, ja gut, ist ja auch ein Team Sapphire Event. Fabi Stütz Back-to-Back 100. Und Marco Heil kommt da nicht so wirklich hinterher. Der Menger kriegt Fanbriefe. Ja. Team Cube Darts. Steht immer noch 4-1 für Sapphire. Team, warum frage ich überhaupt, wer Team Cube Darts ist? Das kann nur Pat. Kann nur Pat sein, ja. Ja. Grüße an Pat übrigens, habe ich vorhin, glaube ich, nicht gesagt. Hallo. Schade, dass du hier heute nicht bist. Ja. Hätte dir bestimmt gefallen. Hier ist sehr, sehr warm drin. Die Luft luftet immer schlechter, also perfekte Bedingungen für dich. Hallo, Krakenmann. Ja. Die Luft wird immer schlechter, die Stimmung immer gereizter, der Alkoholpegel immer höher. Was? Oh, der Alkoholpegel, der steigt hier aber... Der steigt wie das Thermometer. Ja, ich steig auch bald ein. Du steigst bald ein? Ich steig bald ein, ich bin ja fertig mit Spielen. Jetzt kann ich ja was anderes machen. So, Fabian Stütz mit der 120 zum Match. Möglich. Muss vorbei. Und verpasst die Doppel 1. Zum Krakendoppel für die Doppel 19 zum Stellen. Triple 9, Doppel 5, Doppel 1. Ihr habt's gehört, der Call ist Triple 9, Doppel 5, Doppel 1. Ich habe irgendwie das Gefühl, der spielt das nicht so. Nee. Ich kann mich aber auch irren. Normal. 17, Doppel 5, 1. Da ist der Triple 9. Ja, Doppel 6. Für 12 Rest. Ach. Schade. Doppel 5, Doppel 1. Du bist so geil. Schade. Ich hab einen neuen Lieblingsspieler hier auf dem Turnier. Wie geil. Ja? Wenn er jetzt dreimal Doppel 1 spielt, wäre auch ganz schön. Na, ah. er geht den klassischen Weg. Er trifft nicht. Er wirft halt Single 3 und dann darf er doch wieder auf Doppel 1 spielen. Ich glaube, wir brauchen für Fabi Stütz alleine eine Oki-Verlängerung. Und der ist zu tief. Der macht den Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Doppel 1, Doppel 1, Doppel 1. Der Finn ist da. Rudeldach, Finn. Finn Pfannebecker. Warum bist du denn heute nicht hier? Ich wollte gerade sagen, wo bist du? Wir müssen kurz unterbrechen für die wichtigen Sachen. Doppel 1. Okay. Wieder zurück zu Finn. Warum bist du nicht hier? Wir vermissen dich. Dein Doppelpartner ist auch hier. Felix Springer. Fabi wusste nicht, dass es der Bruder von Nico ist. Kein Bock und keine Zeit. Eieiei, kein Bock. Erste ist keine Ausrede und keine Zeit ist auch die kleine Schwester von Leck mich am Arsch. Der checkt jetzt auf Doppel 1. Den checkt auf. Der macht den Jan Menger. Krakendoppel. Na, Chinos. Wort zum Sonntag? Samstag? Läuft ganz gut. Das habe ich nicht so gesehen, aber gut. Wie viele Spiele gemacht? Alle. In welcher Runde sieht man dich morgen? Ganz stark in der Kupferrunde. Kupferrunde? Da geht er ab in die Legierung. Ja, die Legierung war ihm zu viel. Er muss das Material pur nehmen. Richtig. Immer online. Wir sind immer online. Ja. Willst du kommentieren? Ah, nee, scheiße, das können wir ja nicht machen, das wird ja hier zwei kommentiert zu schlimm. Herr Stütz! Ja, scheiße. Nein! Ja. Ich wollte gerade sagen, was sagen? Das ist der Geist, du bist einfach gut. Du hättest auch, wenn du Doppel 5, haben wir ja vorhin gesehen, klappt nicht so, hättest auch einfach Single 10 für Doppel 1 spielen können. Ich würde sagen, er ist angepisst. Er ist wirklich angepisst gerade. Wegen dem Weg. Ei. Ja, komm. Das ist wie damals, als ich angefangen habe, Doppel 2, Doppel 3 zu spielen. Erfolgreich. Ja, als ich angefangen habe, Spiele damit zu gewinnen. Halt mal das Mikro hin. Ich meine, es ist ja nicht normal, dass man so spielt. Also es ist wirklich nicht normal. Bei mir ist das normal. Ja, du bist auch ein Sonderfall. Nein. Doch. Er ist die Krake, er ist ein Sonderfall. Alle Wege gehen auf Doppel 1.